Das Weserstrandbad in Bremerhaven. City, Schiffe, Außenweser. Baden ist hier nicht erlaubt, wegen der Strömung. Aber es gibt Alternativen. Spazieren gehen, Sonnenbaden oder sich taufen lassen. Darum geht hin und tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 111 Täuflinge haben sich zum ökumenischen Tauffest angemeldet, vom Säugling bis zum Erwachsenen. Dabei ist auch Familie Part aus Bremerhaven. Also das ist irgendwie aufregend und komisch, weil an der Weser, sowas habe ich noch nie gehört. Also ich fand die Idee einfach klasse. Das Weserstrandbad, der Deich an sich, wir sind in Bremerhaven geboren, wir sind mit dem Deich sowas von verbunden. Wir finden, die Kulisse ist einfach super, es hat uns einfach total angesprochen. Das war genau das, was wir toll finden. Das spricht einfach für sich, dass das eben hier an der Weser ist und so viele Leute aus allen Schichten eben anspricht, dass das hier so vonstatten gehen kann. Ganz toll. 13 Tauforte, 13 Taufgruppen und noch mehr Pastorinnen und Pastoren. Familie Part ist in der Möwengruppe von Pastorin Beate Kopf. Der Herr segne dich. Er behüte dein Leben und deine Gesundheit. Wie war's denn? Das war unglaublich, also so ein Gefühl. Es war einfach nur toll, wenn man so da am Wasser steht und dann auch eine nette Pastorin ihr Wasser übers Kopf gießt. Toll. Ja, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt von der Situation und ich freue mich so, dass uns das so möglich gemacht wurde. Es war echt schön, ganz toll. Der Trend zum Megataufest wächst. Allein hier in Bremerhaven sind rund 1200 Gäste. Ich glaube, dass diese Taufe an schönen Orten diese Suche der Menschen nach Natur auch ist, nach Gemeinschaft auch mit der Natur. Dass es für sie wichtig ist, eben in richtigem Wasser, im Weserwasser zu taufen und nicht mit dem Wasser aus dem Wasserhahn. Gottesgeschenk. Das Motto des Jahres 2011, das die evangelische Kirche der Taufe gewidmet hat. Auch das Motto dieses großen Tauffestes. Die Taufe ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen, das Geschenk seiner Liebe, ein großes Ja, das jedem Menschen zugesagt wird, und zwar ohne, dass man irgendetwas dafür tun muss, ohne irgendeine Vorbedingung. Gleichzeitig macht der Begriff Gottes Geschenk auch deutlich, ein Geschenk ist etwas, das man dann auch auspacken muss und auch annehmen muss, sodass Menschen aus der Zusage Gottes Kraft für ihren Alltag beziehen. Und wer jetzt nicht dabei sein konnte, nicht verzweifeln. Im Jahr der Taufe gibt es noch viele andere Tauftermine.